So Leute, hier ist jetzt das Video über die Kick and Rush Nachrichten aus der Sportzeitung und damit noch die Begrüßung. Hey Leute, wie geht's euch? Hier ist wieder Maximilian mit einem weiteren Video und zwar, wie gesagt, schon die Kick and Rush Nachrichten von der Sportzeitung. Angefangen mit der Sky Go 1. Liga. Dort zum Geburtstag. Wacker Innsbruck ist auf die Siegerstraße zurückgekehrt. Gegen Lieblingsgegner Wiener Neustadt, gegen den man jetzt schon 6 Partien nicht mehr verloren hat. Vater des Sieges war Kapitän Florian Jamnik, der sich an seinem 27. Geburtstag wohl das schönste Geschenk selbst machte und vom Elfmeterpunkt das Goldtor erzielte. Es war sein 20. Tor in der Skygo 1. Liga, nicht weniger als 13 erzielte er in diesem Jahr, nicht weniger als 5 gegen die Niederösterreicher. Doch sich selbst wollte er nach dem Schlusspfiff nicht in den Mittelpunkt stellen. Wir haben ein Tor geschossen und keines bekommen. Und schlussendlich stehen wir mit 3 Punkten da, das ist das Wichtigste heute. Endlich wieder die Null. Nach 5 Niederlagen in Serie holte Blau-Weiß Linz beim FAC erstmals wieder einen Punkt, womit Blau-Weiß den einen Zähler Vorsprung auf der Schlusslicht verteidigte und die rote Laterne in Wien ließ. Sehr zur Freude von Interimstrainer David Wilmleitner, der sich vor allem mit der Abwehr und Keeper Hajdajet Hankic zufrieden zeigte. Wir haben das erste Mal seit langer Zeit wieder zu Null gespielt, das ist das Positive. Kurios, im 6. Duell zwischen dem FAC und den Blau-Weißen in der Sky-Go 1. Liga trafen zum 6. Mal unterschiedliche Trainer aufeinander. Zuerst Wamleitner Happler, Schmidt-Maresch, Schmidt-Klavogger, Gorenzel-Simonitsch und Eidler und jetzt Wilmleitner und Eidler. Doppelpack-Premiere. Gegen den FC Liefering trifft die Lustenauer Austria bereits besonders gerne. Auch diesmal gelang den Vorarlbergern 2 Treffer. Jetzt halten sie schon bei 39 Toren gegen die Jungbullen. Kein anderes Team ist die Ländle-Truppe so treffsicher. Allerdings reicht es diesmal nicht für einen Sieg, denn die Salzburger steckten einen frühen Rückstand weg und gewannen am Ende verdient mit 4 zu 2. Dann die deutschen Kick and Rush Nachrichten. Auf Hertha Goalgetter wieder die Bisse mischt, müssen die Gegner immer aufpassen. Ganz besonders aber in Minute 1. Der 33-Jährige traf in Wolfsburg wieder einmal kurz nach Anpfiff, zum bereits 4. Mal in Serie in seiner Karriere. Remis im Austro-Derby. Auch im 3. Spiel gegen Christian Fuchs blieb Kevin Wimmer ohne Niederlage. Mit Tottenham verzeichnete er einen Sieg und ein Remis. In seinem 6. Start für seinen neuen Arbeitgeber Stoke City erkämpften die Gastgeber ein 2 zu 2 gegen Leicester City. Ein Sieg zum Abschied. Zum 1 zu 0 Zittersieg gegen Southampton ist der bereits 5. Sieg für Burnley in der laufenden Saison. Für Tabellenplatz 7 Punkte gleich mit Arsenal nur eine Momentaufnahme, aber eine, die bei den Claretts schon reif für die Geschichtsbücher ist und der Erfolg macht begehrt. Erfolgstrainer Sean Dyche steht bei FC Everton ganz oben auf dem Zettel. Asien-Wunderkind. Mit seinem Treffer zum 1:0 gegen Crystal Palace stockte Tottenhams Heung-Min Son seinen Prem-Treffer auf 20 Tore auf. Asiatischer Rekord in der Premier League. Er löste mit Park Ing-sung ab, der in seiner Manchester United-Karriere 19 Treffer in 154 Spielen verzeichnet. So, danke fürs Zuhören und Zuschauen und bis zu einem weiteren Video.